Nur mit einem Longhorn bewaffnet will Melcher heute seinen Kill machen. Die Rache! Wir sind wieder in Elektro. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Daisy Standalone. Mit dem Major, dem Bronze. Und da hat man schon wieder die Schüsse gehört. Und dem Curry, einer Mosin. Schon wieder gut getan, hier der Curry unterwegs, ja? Ich habe hier überlebt als Einsister und Bronze ist vom Server geflogen. Wir sind jetzt auf einem anderen Server, aber der genauso voll ist und genauso geht es auch ab hier in Elektro. Kann sein, dass es die letzte Elektro-PvP-Folge sein wird, denn wir wollen Elektro verlassen, beziehungsweise kann sein, dass wir ab in den Kampf erschossen werden. Wir müssen jetzt aufpassen. Okay, ich würde mal sagen, Major übernimmt das Kommando heute. Okay. Wir haben gerade schon die AKM-Schüsse gehört. Kam aber von Richtung weiter Chern, oben, also weiter oben. Ja, ja. Also heute super bewaffnet gehen wir in den Kampf mit One-Shot. Ja, ja, Alter, wir sind so gut equipped wie sonst noch nie. Wenn der Major damit einen tötet, dann gebe ich ihn auch für Gamescom 5 Cola aus, ohne Scheiß. Das Erbe des Hauses hat Shopping getötet. Mit Longhorn. Major, wollen wir uns die AKM irgendwie mal ansehen, ja, oder? Das Ding ist, nein, das Ding, Dennis, das darfst du gar nicht sagen. Jetzt schreib mir in den Kommentaren, hey Longhorn, ich hab schon damit 2000 Leute gekillt. Ja, die Leute mit verbundenen Augen und rückwärts. Ey, sag mal nicht so frech, ja. Naja, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen ernster bleiben. Also in Elektro geht immer die Post ab, wie man in letzter Zeit gemerkt hat. Und hier sind auf jeden Fall Schüsse gefallen. Wir sind mal, hier ist doch immer was zu essen drin. Bin ich mit dem Major? Ja. Okay, wir sollten mal lokalisieren. Woher kamen die Schüsse? Ich würde sagen, da, ja, da wo wir auf Küste und Richtung zuletzt Cherno gestorben sind, oder? Also nee, weiter Richtung Cherno. Okay, dann sollten wir... Noch weiter raus, meinst du, ne? Wir sind Richtung Cherno. Ja. Also an der Mauer stehen wir. Nein, Mann, wir sind jetzt 2 Meter nach links gerannt. Ne, Richtung Cherno, habe ich nur gesagt. Also in die Richtung. Hey, Kevin. Leute, lass uns den Typ mal lokalisieren, oder? Major, dann gib mal die Route heute an hier ein bisschen, ne? Dann folgen wir dir halt Route quasi. An, ich wollte aber noch ganz kurz ein Thema aufgreifen, da würde ich mal gerne eure Meinung hören. Die Entwickler von DayZ haben jetzt vor, oder also ich weiß nicht, ob sie es vorhaben, aber anscheinend spielen die mit dem Gedanken, Moment. Okay, spielen die mit dem Gedanken, nicht die Ego-Ansicht, sondern die Third-Person-Ansicht zu ändern. Und zwar, dass der Spieler, wie bei The Last of Us oder so, die Kamera leicht rechts neben sich hat. Und dann soll es so sein, dass man nicht mehr über Mauern gucken kann. Finde ich gut. Ja, da gibt es ja sogar schon so ein Video von, ne? Ja. Finde ich eine gute Sache. Finde ich besser, als wie es jetzt ist. Ja, muss man erstmal selber testen auf jeden Fall, wie sich das anfühlt, dann spielerisch. Ich habe es aus Reflex Q gedrückt, ey, ich Idiot. Weil ich jemanden markieren wollte, weißt du? Okay, hier ist der Curry. Der spottet mal ein bisschen. Schön in die Ferne gucken, weißt du, und immer Q sprayen. Ah, das wäre geil, wenn das gehen würde, ey. Ja, das okay, lass uns den Drecksack mal suchen. Ja, ja, klar. Aber wisst ihr denn, wo das ungefähr herkam? Mensch, hast du eine Ahnung? Ja, die kommen hier oben, Ausgang der Stadt Elektro, eher oben im Wald. Oben am Hügel oder was? Okay. Ja, ja, ungefähr. Waren das mehrere Schüsse? Ja. Das war einmal durchgesprayt, ja. Ja, ja, das war... Mh. Okay, da muss da ja oben irgendwo eine Leiche liegen, ne? Genau, da muss es ja einen geben, der geschossen hat und ein Ziel, ne? Also 2 Personen, die beteiligt waren mindestens. So, und die Leiche könnte vielleicht der Jackpot für Major sein. Ich würde aber, weißt danke nochmal für dein Hintern in meinem Gesicht, Curry. Sorry! Wir sollten lieber sowas jetzt anfangen zu ignorieren und dann eher die Stadt klären, Schuss bevor rechts wieder einer von hinten kommt. Schuss rechts. Also, habt ihr den Schuss auch gehört? Nee. In der Stadt? Ich möchte jetzt nicht schon wieder was sagen, aber ich meine, es kam ganz dumm, war aber viel weiter weg. Lass mal in die Stadt gehen. Naja, Major, wir müssen in die Stadt, Leute. Wir brauchen auf jeden Fall was zu essen. Lass ruhig mal uns ein bisschen verteilen, anstatt so als ein Haufen rumzulaufen, ja? Ja, ja, aber... Wie gesagt, Mosin in der Stadt ist halt ein bisschen schwierig, ne? Da wäre es, glaube ich, ein bisschen Begleitung. Ich habe auch eine Lobby. Ja, 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 deswegen sage ich ja, müssten wir eigentlich... Ich cover euch auf jeden Fall noch ein bisschen. Eigentlich zusammenbleiben. Wenn ich einen sehe mit einer AK, werde ich den bestimmt nicht angehen. Ich werde dann in eure Richtung laufen. Okay, Leute, mal go. Bronze, bist du da? Jetzt auch nicht zu weit entfernt, Leute, ne? Ihr seid immer noch an der Küste. Ja, ein bisschen halt. Ne, wir sind jetzt wieder an dem Schuppen da. Laufen jetzt den Hafen entlang. Ne, das ist Dennis hier, Bronze. Und das hier. Achso, cool, Rucksack bin ich, Bronze. Präg dir bitte mal. Ja, mich kann man ja wohl super einprägen mit meinem tollen Rucksack. Okay, Major, wo bist du? Ja, da kommt Major. Okay, let's go, Leute. Komm, wir gehen erstmal an die Küste lang und gucken mal ein bisschen, ob wir was hören und so, oder? Vielleicht wäre das besser. Ja, ja. Erstmal ein bisschen die Soundkulisse mit einbeziehen. Warte, ich mach mal ganz kurz meine Effekte ganz hoch. So.
Oh, Elektro, was habe ich für Geschichten? Ja. Bloß an dich vergeudet. In Sarazar sind wir eins hier durchgestriffen. Und haben auch dabei sehr schlecht geschissen. Und hatten auch ein schlechtes Gewissen. Da trafen wir doch den Herrn Dorissen. Jo. Sehr schönes Gedicht. Auf jeden Fall Motivation. Amorös, amorös. Ja, schauen wir doch mal hier. Step by step, Leute. Lass uns jetzt kein Risiko hier machen. Step by step. Momentan ist echt viel los in Elektro, muss man sagen, ne? Ja, ja. Also, wir haben jetzt auf die Server geswitcht, also war eigentlich immer Action hier. Ja. Hier? Lampe, warum nichts zu essen? Major mit seiner Longhorn wie so ein Killer. Der braucht nichts, Mann, nur eine Waffe. Nur eine Kugel. Ja, wenn der Major damit einen killt, dann hat er meinen Respekt, wirklich. Wo seid ihr, Jungs? Ja, ich glaube, der Bronze hat uns gerade gesehen, Küste, wie wir lang gelaufen sind. Major, wo bist du? Oh, was ist das denn da? Auch an der Küste hier. Ja, ich bin so dumm und habe die ganze Zeit Teamspeak umgeschaltet auf anderes Mikro. Ich konnte deswegen nicht reden. Bronze, was hast du für eine Waffe? Ich habe zweimal gefragt. Magnum. Nur eine Magnum? Mit 6 Schuss, ja, nur eine Magnum. Was? Ja, ich bin genauso spärlich ausgerüstet wie du. Was, hattest du nicht irgendwie vor... Hattest du keine Waffe? Ich hab dir doch die Musik gegeben. Ach so. Der hat seine MP5 ja verloren. Hey, du... Echt? Die MP5 ist weggeglitscht, als ich mich wieder eingeloggt habe auf dem Server. Na gut, also wenn wir da halt rauskommen, dann haben wir echt eine Leistung vollbracht. Ja, aber irgendwie habe ich auch jetzt Bock ja, auf die Action. Ja, das ist halt Ansporn, ne? Ja, warte mal, ich guck mal in die Feuerwehrstation. Vielleicht ist da jemand drin und wartet auf uns. Okay, genau. Das kannst du ja mal ein bisschen reinzoomen. Ja, aber hier nichts. Mich nicht in so die viel. Häuser setzen. Also jetzt ist eher ein bisschen irgendwo einschließen besser, als irgendwo rumzurennen. Kampf, meine ich. Der Major. Gut, hier ist, da ist keiner, also ich habe da niemanden gesehen. Kann einer mal den Zombie übernehmen? Wo? Wand läuft in deine Richtung. Ich hab Schuhe gefunden, ey, das ist ja der Hammer. Orangenhaus jetzt. Ja, bring den mal mit, wo ist denn der? Hinter einem von euch. Ah ja, ich sehe ihn, ich hab ihn. Zombie's down. Hast du ihn? Das war ich, Bronze. Du kannst doch mal Richtung Sniper Hill gucken, ne? Du hast auch mal das Scope, ja. Gehen wir an der Küste gleich weiter, ja, ne? Ja. Weil wir nähern uns jetzt Richtung Stadt, oder nicht? Ja, genau. Über die Küste, ne? Ist, glaube ich, ein bisschen gedeckter dann. Na gut, da jetzt was zu entdecken. Ich kann halt nur da ganz oben direkt hingucken. Also unten am Fuß kann ich gar nicht einsehen. Also Fire Station ist niemand. Ich geh mal weiter hier, Leute, ne? So rechts an der Küste runter ein bisschen, ne? Ja. Ah, hier ist man eigentlich ganz gut gedeckt. In der Sicht, genau, ja. Achtet auch auf den Berg, wo wir herkamen, ne? Also wo wir das letzte Mal dann gestorben sind. Voll geil, Alter. Der eine hat eine Magnum, der eine hat eine Longhorn. Ja, da bin ich am besten bewaffnet, oder? Der ist geil. Ihr wollt echt alles in meine Hände legen? Seid ihr wahnsinnig? Ja, du wolltest das. Was? Du wolltest das, Dennis. Ja. Ich wollte das? Ja, natürlich. Wann hab ich das denn gesagt? Du hast gesagt, ey, lass mal voll die Rambo-Action machen jetzt in Elektro. Was? Ja, eben, Alter. Also so waren ungefähr die Worte. Nur alle Sätze, alle Wörter in diesem Satz kamen nicht denn vor. Nein, aber du wolltest so aber nach Elektro, wir haben dich gewarnt. Die Performance geht mal richtig ab wieder. Dann schau ich mal den Geil, wie der Curry da so rüber guckt, ey. Hammer aus. Die Frames kannst du an einer Hand abzählen. Der Curry ist übrigens nicht mehr dunkelhäutig, sehe ich gerade. Nee. Ich muss den Schuss von Richtung... Schuss? Sniper genau. Hill. Jo, ja, ich höre ihn. Sniper Hill, jo. Freunde. Hab ich auch gehört, jo. Wird dann wahrscheinlich da unten am Fuß Sniper gewesen Hill. Sein, ne? Ich sehe ihn am Sniper Hill direkt. Oben einer mit einem roten Rucksack geht richtig runter. Runter in die Stadt, okay. Ja, in die Stadt. Nach rechts runter? Nee, der geht halt den Berg Richtung Schule runter. Okay. Ja, den Fuß runter, ne? Ja. Oh, okay, sollen wir den empfangen? Nee, warte, der hat ja auf jemanden geschossen, Leute. Ruhig. Nee, ich meine gleich. Ja, klar. Scheiße. Bisschen weiter, eine Sekunde früher angekommen, hätte vielleicht Kevin den ausschalten können. Na gut, ob der Schuss dann gesessen hätte, ist dann die andere Frage, ne? Genau, wir sind links von euch. Gehen wir weiter. Bin bei dir, Curry. War gut, dass wir gerade so zwei Teams haben, irgendwie. Ja, warte, hier kommt gerade ein Zombie. Wo? Ah, ich hol mir den. Teams und zwei. Ich werde mal hier in das Haus versuchen reinzugehen. Die Performance, Alter. Komm wieder ein Schuss, oder? Oder ich hab langsam Paranoia. Curry,
Wo ist denn der Typ ist da den Berg runter, ne? Ich habe das nicht gesehen, das hat, aber so wie der Major meint, dann ist er ja in Richtung Schule gelaufen. Auf Sniper hier runter. Ja, den Fuß da, genau. Da sollten wir uns der Schule mal langsam nähern, auf Distanz aber noch. Weil wenn er jemanden erschossen hat, vielleicht haben wir ja Glück. Ich hole erstmal hier gerade die Häuser durch, vielleicht finde ich auch was zu essen. Ja. Oh, Alter, wie das hier rumlegt, vom Roten Haus. Oh, nee, kannst du den übernehmen? Ich versuch gar nichts. Ja, ich zieh mal. Hier, guck mal, hier ist. Nice. Was denn? Na, ist nur. Halt mal reinpfeifen hier. Okay, der Zombie ist da und du machst drin Steps, ne? Alles super. Genau. Boah, aber trotzdem, das so, ist so krass, obwohl wir gerade keinen Gegner so, also wir wissen, dass der eine da ist, aber man hat immer noch so die innerliche Unruhe, ne? Ja, das ist der Sifi-Ding. Wir sind jetzt gerade hier bei der Feuerwehrstation in der Nähe, da ist ein rotes Haus, da sind wir jetzt, ne? Genau, in einem mehrstöckigen roten Haus. Hau dir rein, da Curry, gönn dir. Ja, ja. Der frische Misch. Das ist prima immer. Okay, Curry, weiter geht's. Ja, hier im Schlafzimmer ist alles gut. Ein Eispicker liegt. Wir können ja nochmal ganz kurz ein Quickie. Was? Was? Ja, Curry, in dieser Welt, da hat man auch Bedürfnisse. Aber wir hassen uns doch. Die Zeiten sind vorbei, Curry. Bist du Kind, Curry? Aber ich bin die Hintertür raus. Ich bin nicht sicher, Kevin, dass da irgendeiner trotzdem auf dem Sniper hier lockt. Hintertür raus. Ja, ich stehe jetzt Richtung Küste. Oh, Schuss. Oh, der war aber nah, Mann. Ja, nee, er war halt wieder Fuß, ne? War Fuß, Sniper. Nee, der war direkt hier bei uns. Ja, so laut habe ich den gar nicht empfunden. Also, ich habe den genauso laut empfunden wie. Kann sein, weil ich die Effekte so laut habe. Wie der letzte Schuss. Ja, der war in der Nähe, das stimmt schon. Der war näher, wenn jemand kommt. Der war aber näher als der Schuss zuvor. Ja, dann war das wahrscheinlich der Typ, der dann runtergelaufen ist, oder? Dann lass uns den doch mal holen. Oder ja, aber wir sind auf jeden Fall nicht in der Situation, dass wir da jetzt irgendwie voranstürmen können. Ja, Curry, du bist doch im braunen Haus hier, ne? Ne, ich bin wieder rausgegangen. Hä? Ja. Das bist du, okay. Hast du mich gerade gesehen durchs Fenster, ja? Ne, ich dachte gerade, das wäre... Ah, okay, alles gut. Boah, ja, also an alle Zuschauer, die auf YouTube jetzt erstmal diese DayZ-Folgen gucken, das liegt alles wirklich an DayZ, wir können da absolut nichts machen. Ja, ich... Ja, mit seinem Besen hier. Und Sie, bist du noch bei mir? Ja, ich bin direkt neben dir. Nee, bei mir, ne? Mann, also wir kommen so langsam immer näher. Da läuft ein Spieler mit einem blauen Rucksack an den Schienen vorbei. Das kann ein Major sein eigentlich. So offen an den Schienen vorbei rennst du? Hallo, ich bin's. Ja, offen. Ich bin da. Oh, nächster Schuss. Ja, das ist auf jeden Fall Sniper-Hügel, Leute. Okay, dann hat er super Blick auf uns. Oh, ja, ich seh ihn. Wo ist er? Der schießt aber nicht auf uns, der schießt nicht auf uns. Mit der Longhorn kommst du da jetzt so nicht ran, wo ist er denn, Major? Alter, der zielt auf mich. Major, wo ist er denn? Ich seh ihn. Wo denn? Curry, komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Curry. Zwei Spieler. Komm mal zu mir, Curry. Schnell. Ja, ich bin... Da, guck genau dahin, wo ich sehe. Hinguck. Ja, der schießt auf uns, oder? Ja, ja. Schießt ihr auf die? Ja. Verscheuche ich die nur. Hier kommen auf jeden Fall Schüsse rein. Weil ihr könnt... Ne, Major? Ach, fuck. Was denn, Mann? Was denn? War daneben. Okay. Achso, die sind jetzt rechts rum, in dem Berg rechts rum. Curry, was los? Okay. Shit, Mann, der Curry ist rausgeflogen. Buddy in your channel, timed out. Ich meine von einem Zombie verprügeln. Okay, geh in Deckung, warte, ich komme. Wir haben den Curry verloren. Okay, ich hab noch 7 Schüsse. Curry fliegt im Kampf raus. Alter. Und der blutet. Komm doch her, ich kann nichts machen bei der Performance, Leute. Ja, das ist bei mir gerade auch so. Ist so geil, Mann, ich feier das gerade so mega. Der See ist ein absolutes Dreckspiel, das sage ich schon immer wieder. Im Kampf fliegt der Curry raus, weil das Spiel so kacke ist. Warum ist denn der rausgeflogen? Nee. Der schießt auf Kevin. Och nein. Wo ist der? Oh nein. Nein, der Curry rennt ins Meer. Der schießt nicht auf Curry. Alles gut. Okay. Curry ist bei mir. Der blutet aber, der Curry. Der weiß, dass wir hier sind, Major, ne? Ich wechsle mal die Hütte hier ein bisschen. Warte mal. Bronze, irgendwie ich geh mal näher ran. Bronze, kannst du dich von der rechten Seite, von der Küste, irgendwie näher an dem Sniperberg? Leute, lass uns mal kurz treffen. Ja, Dennis, okay, wir kommen zu dir. Ich bin am gelben Haus an der Küste mit den ganz vielen Fenstern. Wisst ihr, was ich meine? Boah, fuck, Mann, Zombie. Ist blutig noch. Mann, Alter, ich krieg eine Aggression bei dem Spiel. Ja, pack die Axt ruhig in aller Ruhe aus, Kollege. Jo, die Performance hier. Kannst du nicht spielen? Schlag, geh kaputt. Und ich habe keine Bandage mehr. Doch, habe ich. Eine habe ich noch. Ja.
Okay, Leute, auf jeden Fall, hier sind jetzt auf diesem Schlachtfeld hier zwei Spieler vor uns irgendwo. Ja. Das heißt, es könnte jetzt auf jeden Fall spannend werden. Kommt zu mir. Wir sind am Zaun. Ja. Und gucken jetzt direkt auf die grün-rote Häuserfront, wo du einmal gestorben bist, letztes Mal auf der Hauptstraße da, weißt du? Ich laufe jetzt runter zur Küste, Bronze. Sag mir, auf welche Höhe ich muss. Komm weiter zum Sniperhügel. Ja. Bin ich? Dann siehst du uns schon hinter den, hinter den Gärten. Ja, Dennis, komm mal, Ausgangsstadt sind noch zwei mehrstöckige Häuser, rot und grün, da dahinter sind wir. Also so dahinter Richtung Küste, ihr? Ne? Ja, dahinter Richtung Küste. Ich habe ihn gesehen, Major, er ist im roten Haus vor uns. Roten Haus vor uns, in welchem? Im roten Haus vor uns. In dem, gerade durch, ne, gerade durch. Okay, der hat gerade rausgeguckt, ein bisschen gespottet, der ist da jetzt wahrscheinlich oben immer noch drin. Sag mir, ich finde euch nicht. Dennis, dort, wo du gestorben bist einmal, wo ich gesagt habe, dass du ziemlich offen auf der Straße gerannt bist. Weißt du? Das ist genau am Ausgang von Elektro. Dort sind zwei Häuser, ein grünes und ein rotes. Links von mir ungefähr 11 Uhr, sag ich mal, ist die Police Station. Ich sitze an den Schienen. Genau, rechts von der Police Station, also Richtung Ausgang. Aber das Haus ist seitlich. Headshot, ich hab ihn getötet. Nice. Nee. Nee. Aber da ist noch einer, Leute, noch einer, ganz ruhig. Da ist noch einer drin, ja. Boah, das war ein dreckiges Lachen von mir, aber das musste sein. Kommt zum Ausgang von Elektro. Bin am Ausgang von Elektro. Aber der hatte gar keinen Loot, wo kann das sein? War das der Rote? Okay, warte, ich hol dich eben, warte mal. Ich seh dich. Boah, das okay, super, super. Nach so einer Fail-Aktion vorhin, wo ich dann gestorben bin, halt den Ausbronzer, den Zombie. Halt über einen Kill umso mehr als... Ich mach, geh weg. Performance hier, ne? Wir brauchen den Kevin. Alter, geh weg, Mann, geh weg hier. Ich kann nichts machen hier mit der Performance, Mann. Nice, ist down. Okay, ich hab ihn. Okay, Freunde, so, stopp. Jetzt. Wo war der Typ drin? Im roten Haus, aber der ist tot. Okay, aber da... Das linke Haus, aber die das lange, nicht das hier vorne, die sondern das dahinter. Die waren zu zweit. Ist das der mit dem roten Rucksack? Oder welchen Rucksack hat der? Der war rot, der hatte ein rotes... Ich glaube, der war rot gekleidet eher. Was hat der denn an? Was hat der Unmatcher, den du gekillt hast? Okay, dann ist der andere geflüchtet. Der musste sich auch hier im Umkreis von uns befinden. Der mit Kevin. Zombie, Bronze wieder hinter dir. Ich hol mir den. Versuch mal da reinzurennen. Ich glaube sogar, dass ich einfach einen getötet habe, der gar nicht dazugehörte. Oder war das der wirklich? Ich gehe mal hier rechts in das rote Haus. Oh, da hier, direkt vor uns ist einer, Major. Beim roten Haus. Vor dem roten Haus, beim Eingang. Vor welchem? Vor dem zweiten roten Dennis? Haus? Dennis? Ja, ich bin bei dir. Komm mit Dennis. Kommst du welches Rot? Direkt dort, nicht da, wo der drin direkt war, dort, wo du jetzt Rot bist. Raus, ne? Doch, genau dort, wo er drin war. Ja, im Eingang steht er, oder was? Ja. Und rechts kommt noch ein Spieler von Richtung Norden, Dennis. Guck mal, rechts über die Mauer. Der hier in der Tür steht, oder? Steht er direkt in der Tür, Bronze? Okay, das ist aber... Nein, links in dem anderen roten Haus, nicht dem hier vorne. Dort, wo er gerade gestorben ist. Okay, da ist die Tür auf. Ja? Meinst du das? Ja. Dann ist der Mädchen... Das rote Haus hier. Das da hinten. Vor dem Brunnen. Nicht das hier vorne, sondern das links. Hinter dem Brunnen, das rote Haus hier, ne? Guck mal, er läuft direkt wieder zu seiner Leiche. Da, guck mal, da zeige ich hin, Bronze. Ist es das Haus hier? Ja, das da hinten, okay, ja, genau. Mädchen, der Typ ist hinterm roten Haus und holt sich, lootet gerade die Leiche. Ja. Wir müssen da eigentlich mal hingehen. Der schlägt... Was ist das denn? Ja, Mädchen, wir können jetzt nicht hier rüber. Sobald wir hier rüberlaufen, sind wir tot. Wo ist der denn da, Bronze? Der ist gar nicht da, der Typ. Wo ist der andere? Du hast Alter, gesagt, der steht im Eingang. Ich brauche mal Hilfe hier. Komm mal rüber hier. Ich renne rüber. Komm, Bronze, wir gehen rüber beide. Die sind jetzt beide da oben. Guck mal, da oben läuft schon wieder einer rum, glaube ich, oder? Was ist da oben? Hier in dem roten Haus. Wir reden die ganze Zeit von dem roten Haus hier vor uns. Dort sind beide jetzt gewesen. Jetzt rechts von uns, das rote Haus. Ne? Nicht ganz rechts, sondern ungefähr so 13 Uhr, richtig? Ja. Wo die Tür auf ist, ne? Ja, das mehrstöckige Haus, genau. Du hast es schon richtig erkannt. Da hast du einen Bodenschuss, Bronze, ne? Bronze? Nee, ich hab dir alle gegeben, Mann, ne. Guck aber in die Fenster, da ist keiner, Bronze. Der lootet bestimmt gerade. Nee, ich brauch einen Loot. Dann brauch ich ja nur auf die Tür unten zielen, richtig? Der kann auch vorne rausgehen, glaube ich. Ich geh mal ein bisschen näher ran, warte mal. Von welchem roten Haus reden wir? Von dem großen mehrstöckigen, ne? Nein, das, wo du den erschossen hast, Major. Der war ja hier in dem großen roten Haus drin, Bronze. Ja, eben. Ja, wo soll er hier hinten rausgehen können? Fliegt gar nicht mehr durch. Welches rote Haus meint ihr? Da ist gar kein... Komm mal näher ran, Dennis. Da ist gar kein Ausgang. Das ist nur so eine Klappe. Ja, eben.
Okay, jetzt vorsichtig hier, ne? Hier wird's jetzt gefährlich, Freunde. Jetzt kommt wieder ein Zombie. Ich krieg... Und ja, der läuft hier raus, oder? Ja, da ist er, da ist er. Bronze, wenn ich jetzt tot bin... Bronze. Alter, ich kann nichts machen, die Performance, der ist an mir vorbeigerannt. Ich kann nichts machen, Alter, sorry, Mann. Holen. Das ist dein Ernst, der ist an mir vorbeigelaufen. Okay, ich hol ihn mir von hinten, Mann, pass auf. Schön, ich hab ihn. Mann, dieses Spiel ist einfach ein Fick, ganz ehrlich. Mensch, hol den Loot, Alter. Alter, der ist an mir vorbeigerannt, Mann. Hier, guck mal hier. Der liegt da, links neben dem Busch. Ja, wo ist der andere Kollege? Ich cover dich. So, welches rote Haus meinst du die ganze Zeit, Bonzo? Das hier, wo du jetzt vorstehst, wo ich drauf guck, genau das hier. Nein, das dahinter, was du richtig schön erkannt hattest. Alter, ich hab ganze Zeit das hier gemeint, Bronze. Das hier, sag hinter. Komm mal zurück, bitte. Bronze, ich hab Magnum-Schuss. Hast du den Loot? Kannst du ihn looten? Ja, Magnum-Schuss habe ich eigentlich genug. Das ist immer präzise Angaben. Mehr hatte der nicht. Doch, der hatte eine Mosin, ist super. Alter, ich hab da fünfmal gesagt, davor ist noch ein rotes Haus, Bronze. Das hat auch mehrere Etagen. Ja, ich weiß, hier sind drei. Ist ja okay, Leute, ist ja okay. Bronze, Alter, der läuft an dir vorbei, so, weißt du? Ich konnte nichts machen, ne? Die Performance, Alter, das war 5 Frames und der läuft da so, ich so, nö. Das ist unfassbar, dieses Spiel, Alter. Du hast. Okay, einen haben wir jetzt wieder. War das der gleiche? Weil es sind zwei, ne? Nicht vergessen. Ja, ja. Oh, ey, Mann, ey, den einen habe ich doch schon im Haus getötet. Und vor dem Haus. Aber gerade, aber gerade als du. Noch zwei weitere Leichen, Dennis. Okay. Dann haben wir alle. Ach du Scheiße, echt? Ja. Ja, dann brauchst du den Loot jetzt von den zwei Leichen, ne? Das ist natürlich scheiße. Boah, Mann, ey. Ja, wo ist Curry, Mann, ey? Fuck, ey. Ich würde einmal gerne reingehen wollen, komm jetzt. Also, jetzt nicht. Komm, einmal rein da jetzt, komm, oder? Der Typ da oben, ja, der ist gestorben schon, aber ich will halt, was er hatte. Curry spielt jetzt DayZ. Alter Bronze, Mann, best. Boah, mega zurückgesetzt, super. Alter, das war so krass, Mann, ey. Das Haus hier meintest du ganz halt, Bronze, ne? Aber ich... Das Haus, wo ich jetzt hier stehe, ja, ne? Das... Ja, ja, genau. Ja, ja, der liegt jetzt so. War ja, genau. Warum ist die Tür zu? Ja, ja, Vorsicht. Alter, hier liegt noch eine Mosin. Da glitscht der Zombie durch den Boden. Nee. Guck mal, jetzt haut er mich wieder, weil der Typ in aller Ruhe die Axt auspackt und ich... Nein, ich blute nicht. Was war das? Longhorn. Warst du das? Nein. Ich blute. Bronze, hast du Bandage? Ja. Los, go, 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 komm her. Und wie das ausgeht, Leute, seht ihr alles in der nächsten Episode. Wir hoffen mal, dass der Curry wieder auftaucht und überlebt hat. Nicht, dass der Curry jetzt so eben erschossen wurde, weil er sich ja eingeloggt hat. Und das klang schon so aus der Position, wo der Curry zuletzt war. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode übermorgen. Und tut mir leid, dass es ein bisschen chaotisch ist, aber ihr seht ja die Performance unterirdisch. Spiel, die Zombies glitschen durch den Boden. Ich brauche dazu ja nichts mehr sagen. Also wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode. Drückt uns die Daumen und hoffen wir überleben. Danke an den Bronze. Bis dahin. Ciao.